Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und dem Spiel Tales of Cestiria. Ja, es ist einige Wochen her, dass ich es gespielt habe. Aber zuletzt sind wir hier im Heiligtum von Marlind angekommen. Wenn ihr euch recht erinnert, war Marlind befallen und wir mussten, haben ein Gegengift schon mitgebracht. Aber wir müssen natürlich auch noch die Quelle des Übels vernichten. Und das wird uns beim nächsten Checkpoint... Halt, ich laufe falsch. Dann mitgeteilt, wer der üble, die Macht hinter dieser Krankheit jetzt hier steckt, nach dieser Pest. Ach ja, dieser Drache ist ja auch noch gelandet. Oh nein, ich muss zu ihm. It looks like a dragon to me. We don't know that for sure. You can tell me if it gets too dangerous. Wonderful. And I wind up with all the responsibility as usual. Wir hatten ja schon mal einen Drachen gesehen, aber da hatten wir ja null Chance. Jetzt zumindest im Anfangsstadium des Spiels. That Hellion is called a Drake. It's a younger form of dragon. Mhm. It looks like the city's malevolence is energizing it somehow. Then we have to kill it while we still have time. Wait, don't, Alicia. Hold on. Look out. Oh, crap. Vorher hat er uns nicht gesehen. Okay, sie rennen weg. Darf ich jetzt wieder wegrennen vor dem Drachen? Sag nicht, die verstecken sich in der Kirche. Der fackelt die doch ruckzuck nieder. That was close. Sorry, we didn't mean to startle you. Again? Well, we gotta do something. Edna, you said that the malevolence in the city is energizing that thing, right? Probably. Then we should focus on purifying the malevolence. Indeed. I expect that would naturally weaken the Drake. Although it sounds like a huge hassle. Well, you gotta break a few eggs to make an omelet. The plan sounds good enough to me. Though your choice of metaphor less so. Ich fand die Metapher gut. Even if we do manage to weaken it, we can't fight it if we can't bring it down. We'll find a way to accomplish that too. With everyone's help. Hassle times two. Slow and steady wins the race, Edna. Oh, yes. I prefer that metaphor to the one where we're eggs that go splat. Ja, aber ihr Frau noch zusammen. Time to begin operation slow and steady. Na gut, dann wieder raus. Die Wachen stehen da noch. Pick something up. Oh, 295, es wird mehr. Na gut, ich bin jetzt auch in der Stadt. So, sehe ich den Drachen eigentlich auf der Karte? Es gibt zwei Sterne. Einer beim Checkpoint und einer hier. Ah, so ging das nochmal, okay. So, hier haben wir einen Monolith. Ist das ein Monolith? Natürlich, das brauchst du nicht mal fragen. Okay, das haben wir auch schon gewusst. Also da kommen wirklich kaum neue Sachen mehr. Ein Trank des Lebens, beziehungsweise zwei. Ich kann die alte Zunge. Wir sind nahe einem. Nicht zum Reingehen. Und da geht's weiter, aber vermutlich ist da auch der Drache wieder. Nee, noch nicht ganz. Auf jeden Fall ist er wieder... Ich nehme mal an, dass das die Dunkelheit sein soll. Die Höllenhunde.
We going in? So, are you scared of ghosts too? Would you like me to hold your hand? It's not like that. You understand, don't you, Saray? I'm sensing a huge domain. There's definitely a strong Hellion here. It could be hiding anywhere in the museum. We better canvass the entire area. See what I did there? Canvas is a fabric used as a painting surface, and... Please stop. Oh, wow. I just got it. See? It was just enough explaining. It wants us to come in. Looks like it. Okay, also der Drache ist das schon mal nicht. Ich werde jetzt aber auch noch nicht reingehen. Ich werde mir nur den Monolithen noch holen. Haha. Oh, na toll, ist wieder so eine Versperrte. So, den Save Point holen wir uns natürlich auch. Doch vorher nehmen wir noch das Gespräch mit. Aber ich will eigentlich erstmal Richtung Drachen zurück. Das war ja eigentlich das Hauptproblem. Hier hinten hat sie 10 gefunden. Ich glaube ja wirklich, dass das eher random ist. Na toll. Da war doch eben noch ein Stern beim... direkt hier beim Save Point. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht irgendwas übersprungen. Irgendeine Handlung. Kann ich eigentlich laden? Ich glaube, es geht jetzt schneller, als wieder zum Haus zurückzulaufen. Dominion Museum. Ach, hier ist ja noch was. Lavendel. Here, I'll do you a favor. Trotzdem 10. Aber gut, ich habe mich auch kaum von dem Fleck bewegt. Spinnennetz. Ob mir das irgendwas bringt oder ob das nur kosmetische Effekte hat. Okay, hier scheint was zu sein, aber da darf ich noch nicht lang. I don't think we've checked that monolith out yet. Gut, dann geht's ja erstmal nur hier lang. Such important cultural artifacts. Spinnies. This is awful. We can't forget this. Is it the same one we saw in the ruins? This one could be much stronger. You've really seen hellions like this in that ruin? Ja. Wir haben sie hier sogar davor geschützt, damit sie noch im Schlaf lag. To be prepared is to be protected. I concur. Einen Kalzitschirm erhalten. Den gucke ich mir noch mal schnell an. Ausrüstung und Edna, die hat ja diese Regenschirme. Ach, den hat sie sogar schon. Nur eine schlechtere Variante. So, hier hat's was gebracht. Ich wollte gerade sagen, ich habe doch ein Geräusch gehört. Not in the mood, but oh well. Is that really a scorpion? It's so large. But that makes it easier to hit, right? I got you. It's over. Yeah. Right now. Not yet. Sweet dreams. Purification complete. So, level ups. Und das? Ein Geist? I am ready. Eine Elfe. Oh my. I can see fairies. I believe they're also hellions.
Elfen sind doch gut. Achso, der World of Warcraft, da ist der Feind. Als ob Mikleo alles alleine gemacht hätte. Ein schäbiger Speer. Wer war das nochmal? Ach ja, hier, unsere Prinzessin war ja die Speerträgerin. Alicia. Vor allem neu. Bei denen, die sie ausgerüstet hat. Ist auch eine schlechtere Variante. Aber gut, ich habe meine Charaktere, als ich in die Stadt gekommen bin, ja auch gleich ausgerüstet. Oh no! Zertrete Weizen und Weizen wird stark. Zertrete sie und sie nur wie arg. Zerquetsch ihre Bäuche und schon quellen die Därme. Matschig und rot dämpfen vor Wärme. Aha. With sinister writings, it looks like they were scrawled in blood. Jetzt habe ich den anderen Weg auch damit freigemacht. Schön, wie man wirklich gegen jeden Gegner-Typ erst einmal gekämpft hat und jetzt alle auf einmal. Spinnen, Skorpione, Elfen. Level up. Ausrüstung verbessert. Ich habe irgendwie nicht das Gefühl, dass das irgendwas bringt, den Gegnern hier vor dem Kampf irgendwie selber anzugreifen. Kalzitpapier. Das sind Karten. Das ist mit Cleo. Ne, der hatte den Stab. Dann ist es sie, genau. Layla. Aber nicht grundsätzlich Verbesserung. Aber die Kamera finde ich echt nicht so gut gemacht. Die behindert einen echt manchmal. Krass. 999. Eine Seinmontur und einen Erdring bekommen. So. Sieht beides nach Sackgassen aus, aber da geht eine Treppe hoch, also gehe ich erstmal hier lang. Ich muss ja eigentlich auch nicht gegen jeden kämpfen, vor allem wenn der nicht will. Jetzt geht's. Seltsam. Ach man, das zweimal vorher auch schon getroffen hat er. Wasserring bekommen. So, die ignoriere ich jetzt mal. So, ist hier noch was? Da geht's hoch. Hier hinten haben wir noch was. Einmal Safran.
Also bisher war es jetzt nicht so spooky in dem Haus, bis auf einmal diese Blutschrift. Is that a monolith? Ja. So, was haben wir hier? Kalzitstiefel. Oh, da steht wieder was. Schwing die Klinge hin. Ab ist die rechte Hand. Schwing die Klinge her, trenn auch die linke ab. Der üble Dieb schreit auf vor Schmerz. Wie weh, nichts als Schmerz. Schwing die Klinge erneut und schon rollt der Kopf. Der Dieb ist tot, bleibt nur sein Schopf. Is this a statue of the shepherd? What senseless vandalism. Tatsache. Unterschied. Okay, den habe ich ja vorher schon gekämpft. Da ist jetzt eine starke dabei. Ja, sieht das nicht danach aus. Was den Schaden meiner Gruppe angeht, eigentlich auch nicht. Brazilian. Laufe! Haben wir doch eine stärkere dabei. Let's do some fortune telling. Please pick one. Alrighty. Nicleo and Edna will have excellent luck. Wait, what about me? Ach, das war's. Da kommt keine Antwort mehr. Manchmal ist es ja lustig, was erzählen, aber naja, nicht alles. What's that? Kalzit Haarband. Ein Auktionspunkt. Nein. Wo kommen die denn her? Haben sie sich hinter der Kiste versteckt gerade? Also wegen dem Item hat er definitiv nicht gesagt, was es das ist. Das macht er eigentlich nicht. Okay, also wegen dem Item, wegen der Statue. Hat sich ja doch noch gelohnt, hier in den Raum reingegangen zu sein. Da war wieder was. Aber ich sehe gar keine Blutschrift. Schlag die Zähne ins Fleisch, kaue und fresse. Der Leib der Bösen ist ein wahres Festessen. Verschlinge ihr Fleisch und die Knochen saug aus, nicht ein Krümel lasse vom Schmaus. No! So, ich hoffe, es kommt noch ein Savepoint, bevor der Boss kommt.
Alter. Chillt mal. Kein Savepoint, na danke. Achso, weil jetzt hier noch dieser Zwischengang kommt. Hier geht's jetzt wieder runter. Achso, muss ich sogar, um darüber zu kommen. Das war die Tür, die ich am Anfang nicht aufbekommen habe. Genau deswegen. Ein Soft Eis und ein Monolithen. So, wenn jetzt hier oben aber kein Savepoint ist, dann mache ich eine Schnellspeicherung. Oder ich könnte rausgehen. Ich habe ja jetzt die Abkürzung freigeschaltet. Ja, vermutlich kommt das hier. Gut, dann mache ich mal eine Schnellspeicherung und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!